Hi! Ja, wie gesagt, ich mach's hier weiter. Sind Sie ganz erneut spielen Musik, Kommentare. Möchten Sie im Fortschritt sprechen? Ja. Gut, dann geht's da mal Ich habe weiter. neue Beweise entdeckt, die mich in meinem Glauben bestärken, dass der Zion selbst auf wundersame Weise eine riesige Bibliothek ist. Ich bin überzeugt, wenn ich den Zion in Händen halte, erfahre ich, was mit meiner geliebten Amelia passiert ist. Oh, Pierre, altes Umweltschwein. So. Ich glaube, wir sind jetzt in Griechenland. Oh, wir bekommen auch schon direkt Besuch von zwei guten Freunden von mir. Aua, der hat mich angegriffen. Böses Bauer. Sie sind wohl eher ein Hundemensch. Nadler hält ihre Abmachungen nicht ein, Pierre. An ihrer Stelle würde ich aussteigen. No, Mademoiselle. Nadler und ich, wir verstehen uns blind. Ich besorge ihr gewisse Dinge und sie belohnt mich fürstlich. Aber sie suchen, was auch sie suchen. Deshalb kann man ihnen nicht vertrauen. Ich vertraue meinem Instinkt. Und deshalb sind sie nur auf Platz 2. Ich bin ein Profi, Mademoiselle. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und werde dafür bezahlt. Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Es geht ja nicht um das Leben, sondern ums Geschäft. Ihre Zwangsneurose verhindert, dass Sie den Unterschied erkennen. Sie hat mich nicht daran gehindert, einen Teil des Sion zu finden. Das meinen Sie doch mit Geschäft. Touché. Warum finden wir dann nicht heraus, wessen Neurose den nächsten Splitter findet? Bäm, jetzt haben wir eine Herausforderung am Laufen. So. Jetzt muss ich eben überlegen. Kann sein, dass wir gewinnen. Ja, das war fail. Och, oh, ich habe schon gedacht, sie hält sich nicht fest, aber Lara hat uns ja noch nie enttäuscht. Na gut, nicht. Ja, ich mich aber. Dann gehen wir mal nach da. Zufrieden. Bleh. Gut. Immer höher, immer höher. Höher, höher, höher. Was machen wir? Wir hören. Oh, guck mal, hier ist ein Artefakt. Dazu. Ich weiß, dass es irgendwas mit dem zu tun hat, aber ich weiß nur mal was. Ach ja. Hier lang. Und jetzt, das kann man erst ab hier. Man kann mit dem Haken jetzt an der Wand. Die Griechen hatten eine Schwäche für Himmelskörper. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Geh kaputt. Da hat zwar überhaupt nichts gebracht. Der muss leuchten, das muss leuchten. Also Schwert und Auge müssen leuchten. Also was das Bild bedeutet, gut, ich kann es erklären. Das, der Kopf hier, ist Madusa.
mit allen ihren Blicken andere Leute in Stein verwandeln kann. Ja. Gut. Und der Typ, der den Kopf abgehackt hat, ist der Typ, der den Kopf abgehackt hat. Den Namen kenne ich nicht, muss ich auch nicht kennen. Yeah. Ja, und jetzt Hand. Komisches Körperteil. Und beide Füße. Habt ihr euch das gemerkt? Wenn nicht, passt auf. Hand. Stirb, Hand, stirb. Komisches Körperteil. Linker Fuß, rechter Fuß. It's Magie. Ja. Ah. Ich zieh mal ein paar kleine Schlösser raus. Und jetzt bringen wir mal die Dinger zum Ro- Ey, jetzt komm schon. Aber eins möchte ich wissen, da hinten war doch noch so ein Bild. Ich möchte das Artefakt irgendwie haben. Hm. Ich glaube, ich hole es mir jetzt auch. Wenn hier doch auch ein Bild war. Wo ist dann die Einschussstelle? Nirgends. Hä? Ja rein. Mach auf. Oh Gott. Wir haben es überlebt. Ist ja auch immerhin Lara. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will doch nicht das Artefakt. Auf jeden Fall, das Gitter öffnet sich, wenn ihr irgendeine bestimmte Zahlenkombination eingibt. Genau wie das. Oh, jetzt kann ich da hochgehen. Bäh. Immer muss ich überall hoch. Oh, nö. Oh, lass mich raten. Wieder. Oh, nee, 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 nee. Böse Lara. Böse, böse, böse. Zur Strafe kriegst du jetzt keine Kekse mehr. Ja, der nächste Sturz nach unten könnte uns das Leben kosten. Aber Gott sei Dank, wir fallen nicht mehr nach unten. Und trotzdem sind wir unten. Ohne Kontrollpunkt. Ah, oh. Das ist ganz einfach. Und wir töten alle. Oder wir werden getötet. Gut. Bevor wir da rausgehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.